Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Ja, und wie viele wissen, aller guten Dinge sind drei. Deswegen ist heute die dritte Rasur mit dem 41er, 41C. Und ich habe mir heute überlegt, warum nehme ich nicht so ein Jahr Oldtime Goodie als Rasierklinge, die Big Astor. So, wollen wir gleich mal gucken, wie gut das miteinander harmoniert. Pinsel habe ich mir, ja, meinen 3D-Druck mit dem 20er Cinti von Rossmann. Der Griff war so alleine, da wollte ich ihn bestücken. Außerdem wollte ich so einen optisch passenden Pinsel zu da hinten zu dieser Aftershave-Marke haben, zu Tabak. Das passt nämlich so optisch ganz gut, finde ich. Ich habe noch einen Restschluck Shibusa vom Jens. Grüße gehen raus an der Stelle. Danke, danke. Demnächst mal wieder mindestens einen Kaffee trinken. Da werden wir bestimmt mal hinkriegen. So, der Abschluss ist es wieder Abend, der vergulde Hand. Ich glaube, das geht dann ganz gut. Ja, Bart, wie ihr seht, ah ja, ich muss mir, glaube ich, mal eine Art Stundenplan zum Rasieren machen, also einen Rasierplan. Ich war da gerade echt in den letzten Tagen ein bisschen faul und naja, ihr kennt das bei mir, so manchmal fehlt der Antrieb. So, Shibusa riecht wie immer absolut genial, das Zeug. So, Pinsel ist ein Cinti, das heißt, den brauchen wir nicht großartig einweichen. Den tunke ich einmal sportlich im Wasser, befreie ihn dann wieder von einer Menge seines Wassers. Auch kennt ihr das, wenn ihr diese Lasche am Handtuch nicht aufkriegt? Schrecklich. So, mir fällt gerade auf, ich habe noch nicht bestückt. Klassischer Dreiteiler. Griff abschrauben. Klingenpäckchen sportlich öffnen. So, auf die Deckplatte, Kammplatte mit Unterlichtscheibe hinterher. Link dazu gibt es unten. So, auf zur ersten Runde mit dem Strich, einmal alles gerade rücken. Also die Klinge spürbar, aber angenehm soweit. So, das soll es erstmal gewesen sein. Erste Runde durch. So, geht es direkt gleich auf zur zweiten. Ja, nochmal so das obligatorische Runde drehen. Wobei, pass auf, auch nur mehr die Finger. Hatte ich jetzt hier
Heute mal so ein bisschen durch YouTube geguckt, auch so meine Mitrasuranten, die da so rumrennen, und musste dann einen lustigen Kommentar unter einem Video feststellen. Da hat dann einer doch echt gesagt, also naja, wenn da nichts großartig an Haaren im Gesicht ist, nach einem Tag brauche ich keine Rasurvideos zu machen, da sieht man ja eh kaum Unterschied. So im übertragenen Sinne, also das fand ich jetzt schon ein bisschen heftig. Ich finde doch, irgendwie sollte jedem selbst überlassen sein, ob er sich halt täglich rasiert oder zweitäglich oder so, wie ich es jetzt mache, halt in der Woche. Ich meine, klar, bei mir seht ihr jetzt sofort direkt, bomm, meine Fresse, da ist direkt eine Differenz. Ne, ist halt meiner Faulheit geschuldet, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich sag mal, wenn ihr gerade so den Bartwuchs im Kopf hattet, der vorhin noch da war, also das hätte ich eigentlich schon zweimal rasieren können die Woche über. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja auch in der glücklichen Situation, jetzt nicht so direkt so eine Kundenarbeit zu machen, dass ich jetzt halt so jeden Tag herausgeputzt werden muss. Und ich meine, klar, ich dusche mich, ich wasche mich, ich stink nicht, mal blöd gesagt. Ja, aber ob meine Gesichtsbehaarung jetzt so aussieht oder so, außer meine Arbeitskollegen, die mich so halt sehen und die eigentlich dieselbe Tätigkeit machen, interessiert es keinen. Okay, kommen wir gleich zu. Also wie gesagt, ist jetzt keine Kritik da draußen, auch wenn du jetzt weißt, wen ich jetzt anspreche. Jeder macht, wie er will, jeder rasiert sich, wie er will. Ja. Ich habe es ja auch schon mal in meinen Guerilla-Shavings gesagt, wenn der Jens mal dabei war. Jens ist auch so ein Kandidat, der rasiert sich jeden Tag, da fühlt er sich einfach wohl mit. Das ist für ihn so wie für andere Zähneputzen. Und diesmal, ich respektiere es, ich finde es cool. Ne, ich meine, der könnte euch mal blöd gesagt mit Videos zubomben. Wobei dann halt auch immer so manchmal die Sache ist, ja, was macht man? Ja. Weil ich finde jetzt schon so mit drei Rasuren auf einem Rasierer, also ich habe hier noch eine ganze Menge zum Zeigen eigentlich in der Ecke liegen. Also ich könnte schon deutlich mehr Videos machen, als ich jetzt mache. Aber es ist halt auch immer so die Sache, dann Zeit, Lust und Laune zu finden, die Rasur aufzunehmen. Gibt auch manche Rasur halt off-cam, die wird einfach nicht aufgenommen. Fertig, das ist einfach so quick and dirty, könnte man sagen. Naja, also einfach so zwischendurch, wo ich mir sage, komm jetzt eben schnell weg damit. Ich habe gleich irgendwo Veranstaltung, muss irgendwo hin. Ich hau mir meinen Schaum aus dem Gesicht, bis gleich. Naja, und auch so, ich sag mal, man sieht schon in meinen Videos, dass ich eine gewisse Scheu habe, einen Aufwand zu betreiben, ist jetzt der falsche Ausdruck. Ich sag mal, ich schneide die Videos ja in dem Sinne auch ein bisschen anders, wie halt so andere mit Rasuranten, so jetzt der Jörg von Glatt rasiert zum Beispiel. Ja, also bei mir ist es im Endeffekt immer so ein One-Take. Ich mache dann zwar oder beschleunige dann letzten Endes so die Einschäumphasen, aber im Großen und Ganzen, ich schneide nichts. Ich gebe auch zu, ich mache mir keine Arbeit mit irgendeinem Thumbnail. Ich habe mich da mal versucht einzufinden und einzulesen, da irgendwas zu gestalten. Aber ganz ehrlich, also ich bin ein kreativer Schlaganfall. Also da jetzt irgendwo irgendwas gestalterisch festhalten, ich sag mal, allein mein Intro-Bild, diese Rasierklinge, das war schon, ich sag mal, das ist eigentlich aus dem hier entstanden. Ich habe halt eine Cut-Datei erstellt, um mir halt eine Rasierklinge auf einen 3D-Drucker zu drucken, halt mit so Schrift drin. Also daraus ist letzten Endes auch so mein Intro-Ding entstanden und ja, das war schon auch Kreativität hoch 30 bei mir. Also meine Fresse, ne, also da ist jetzt jedes Video noch ein Thumbnail basteln. Ich weiß, die Dinger sind ansprechend und die sind auch relevant teilweise für die Klicks und so weiter und so fort. Aber naja, ich stagniere jetzt schon die ganze Zeit so bei 1800 und ein paar kaputte Abonnenten. Naja, ist okay. Ich mache das auch Spaß und Freude so ein bisschen. Das ist jetzt nicht, dass ich hier sage, ich will jetzt hier irgendeinem Konkurrenz machen und
Ich weiß auch, dass ich nicht mehr der größte YouTuber bin, was Deutschland angeht. Da gibt es andere Händler, mit ein paar Abonnenten mehr, aber das ist auch nicht die Welt. Ja, kommen die Leute und bleiben oder halt nicht. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn irgendwann mal gar nichts mehr ist, dann habe ich auch gar nichts mehr. Aber egal. So. Genug gejammert und geschnattert. Worum ging es? Genau, um die tägliche Rasur. Wie gesagt, jeder wie er will. Wir sind alle Menschen. Jeder hat da seine freie Entscheidung. So, der R41. Wie könnte man sagen? Gutes, deutsches, mittelmäßiges Handwerkszeug. Reiht sich so bei HZ und bei anderen ein. Also man kennt es, es funktioniert. Aber ja, auch hier, die Klinge war ein bisschen zurückhaltender. Also ich kenne ja die Big Astro auch in so manch anderem Rasierer. Da ist dann halt Baby Smooth und ne, auf Niveau von 500 € Rasierern und so weiter und so fort. Ja, das kann sie hier nicht bringen. Ich sag mal so, es ist kein schlechtes Gerät. Ich sag mal, der offene Kamm lohnt sich auch, Entschuldigung, halt für Leute, die so wie ich heute halt sich seltener rasieren. Da macht das mehr Sinn. Das Ding ist nicht sofort voll mit Haaren. Du hast einen besseren Abtrag und eine bessere Abführung des Schaum-Haar-Gemisches, sage ich jetzt mal. Das macht dann schon Sinn, ne? Und ich sag mal, die Leute, die auch so dann halt 6, 7 Tage im Bad stehen lassen, ich glaube nicht, dass sie so die Anforderungen an so ein Baby-Smooth haben. Aber da sind wir noch eine ganze Ecke weit weg. Da sind wir nur Wäschstoppeln. Von daher, naja, so Mittelfeld. Das ist so ein Rasierer jetzt, der R41C. Wenn ich ihn irgendwo in den Finger kriege oder als Tauschobjekt irgendwo, ja, würde ich ihn wohl mitnehmen. Aber ich, für mich persönlich, ich habe einen Rasierer dreistellig. Ich würde ihn jetzt nicht kaufen, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Also da würde ich so manch anderen deutschen Hersteller, ne, aus Solingen halt doch einen kleinen Vorzug geben. Die funktionieren für mich besser, für mich persönlich. Also kann bei euch anders sein. Klärt mich auf, wie es bei euch so ist. Ne? Vielleicht hat ja der eine oder andere mit meinem 41er ein ganz anderes Erlebnis gehabt. Was ich ja sagen musste, ich hatte ja den alten Walbusch, den Elfer, den Rasier, den Reisehobel mit offenem Kamm. Und eigentlich ist ja der Walbusch, ist ja eigentlich ein Merkur. Allerdings schon, ne, Nachkriegszeit oder halt Kriegszeit. Haben sie viel am Kopf geändert? Ich weiß es nicht. Also das müsste man jetzt wissenschaftlich angehen, um es festzustellen. Oder vielleicht auch noch die beiden One-on-One testen. Einer rechts, einer links. Das könnte eine Idee sein. Mal gucken, ob ich das noch mache. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das lasse ich, entscheide ich spontan. So, nichtsdestotrotz, ich hole mal das Bewertungsgerät. So, einmal kurz raus. So, da sind wir. So, schluppdiwupp. Bildschirmrekorder, einmal mit allem. So, ich war ja gerade schon gucken. Ich musste einmal abchecken, ob alle Sachen schon eingetragen sind. So, neue Rasur. Wir haben den Rasierer. Das ist die LG 41C. Die Klinge ist eine. Big Astor Stainless. Der Pinsel war der Rossmann 3D-Druck 20 mm Synthi. Wie ich gerade schon gestanden habe, nein, nicht Plisson. Ich habe den Pinsel echt geopfert, um ihn in den Griff reinzumachen. Das heißt, gekauft, angesägt, geknackt, mit Schraubendreherzange ähnliches, hinten an den Griff zerstört und dann neu eingeklebt. Pre-Shave gab es keinen Schaum. Schaum haben wir die The Goodfellas. Smile Shibusa 2. Einfach geil, der Scheiß. Kann ich jedem echt nur empfehlen. Aftershave war Defagulant. Defagulant. Aftershave Lotion. So, und die Rasur kriegt 3,5 Sterne. Die ist okay, aber wie gesagt, einmal speichern, einmal überspringen, einmal auf Stopp-Thema gegessen. Ja. Alles kann, nichts muss. Ich meine, in der Rasur jetzt speziell würde ich die Shibusa schon hervorheben. Das ist so eine Seife, also auch ein Kombi mit Aftershave. So roundabout 10, 12, 13 €. Eigentlich so alles von so Goodfellas. Nimmst so ein Kombi-Ding, liest aber um 25 €. Hast du Seife, Aftershave, schön aufeinander abgestimmt. Schöne Gerüche auch relativ oder sehr lang anhaltend. Also ich bin da jedes Mal wieder erstaunt, wie lange so eine Shibusa
Aftershave-Dusche hält. Also muss ich echt sagen, Hut ab vor der Manufaktur, dass für so ein kleines Geld eigentlich sowas gut Brauchbares produziert werden kann. So, wie dem auch sei, ich habe genug gelabert, ich habe genug gejammert. Von euch wäre jetzt noch ein Daumen nach oben toll. Unten könnt ihr kommentieren, abonnieren natürlich, diskutieren. Wenn Fragen sind, fragt. Wenn Anregungen sind, richt an. Und wie seht ihr den 41er? Macht der bei euch auch nur so, ich nenne es jetzt mal halbe Sachen, oder ist das bei euch so das Nonplusultra-Werkzeug? Und interessant dazu wäre, hast du nur einen Rasierer oder hast du mehrere? Hast du Vergleiche? Das darf man nie vergessen, ne? Weil nur wer auf mehreren Partys ist, kann sich halt Gedanken machen, welcher Lieferdienst der beste ist. So, genug dumme Weisheiten. Bis demnächst. Ciao.